Hi und willkommen zurück zu Fallout 76 mit Camopixel. Lehnt euch zurück und genießt die wirklich rote Sturmaussicht. Wir waren auf dem Weg zum Höhleneingang hier, Shining Creek. Da rennen wir jetzt auch hin. Auf dem Weg dahin wollte ich den heute aus dem Atomshop bekommenen Tragekapazitätsbooster-Drink mir reinpfeifen. Für 30 Minuten kann ich mehr tragen. Hätte ich vielleicht noch warten sollen, bis ich tatsächlich überladen bin. Fällt mir gerade so ein. Das ist so typisch ich wieder, ne? Aber naja, ich wollte mal benutzen. Ich benutze die ganzen Krempel viel zu selten. Deswegen besser mal genutzt, als wieder nur in der Tasche verstaubt. So, ich habe mal das Gauss-Gewehr ausgepackt und wollte jetzt einfach mal schauen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Gegner finden. Ich hoffe nicht direkt irgendein Yaogai, was wir damit anstellen können und vor allen Dingen, wie das aussieht, wie das rumballert und so, ne? So, wir gehen mal direkt in den Schleichmodus. Ist da jemand? Nee. Hüpf. Vielleicht finden wir noch, da oben ist zum Beispiel ein Turm. Den können wir auch freischalten. Als quasi Reiseziel. Ein bisschen was zu essen mitnehmen. Kronkorken können wir auch immer gebrauchen. Ne? Oh, guck mal, ein echter Nuka-Cola-Truck. Den kenne ich immer nur als Spielzeug. Der ist ja viel kürzer in echt. Oh, und dem haben sie die Reifen geklaut. Aber cool. Aber cool. Da hat sich was bewegt. Oh, verdammt, was ist das denn? Meyerlurk Todesklaue. Und das andere? Da hinten? Meyerlurk König. König. Meyerlurk König. Okay, wir schießen erstmal auf den, ne? Bams. Okay. Der verliert kaum Energie. Hab ich das Gefühl. Jetzt hat er uns gesehen. Jetzt können wir abhauen. Laufen. Ja, jetzt kann er nicht nachladen. Dann nehmen wir mal was anderes. Nehmen wir mal die Plasma. Okay, die macht überhaupt keinen Schaden. Oh oh, die sind... Oh oh. Wir müssen uns irgendwo hochretten. Am besten springen wir hier drauf. Hep. Hep. Hat er nicht geschafft. Ja, springt auf die Stelle rum. Das liebe ich ja. Diese komischen Attacken von denen. Warum er auch immer stehen bleibt, ne? Wenn er irgendwie getroffen wird von irgendwas. Und er wird irgendwie pausenlos getroffen. Da, guck mal. Die schießen mit irgend so einem... Oh, oh, der ist auch krass, ne? Kann das sein? Die schießen mit so einem... Was ist das? So ein Gedankenkontroll-Scheiß oder sowas. Er springt auch da hoch. Aber die sehen widerlich aus, die Viecher. Und vor allen Dingen, die sind so penetrant am Schießen, ne? Das ist sowas. Richtiges Kotzen. Sind die jetzt hier drunter beide? Ja, da. Alter, der haut mich einfach von da. Das ist aber nicht so nett. Guck mal. Und ich sehe noch nicht mal, womit die schießen. Und ich werde getroffen, ne? Und die ziehen wieder extrem viel Energie ab. Hab ich schon wieder meine Rüstung im Eimer? Noch nicht ganz, ne? Untersuchen, reparieren auf X kann ich auch, wenn ich... Genau, kann ich mit dem Reparaturkit nämlich auch von unterwegs. Ich lasse sie mal noch. Erst wenn sie ganz im Eimer ist oder kurz vorher. So, Vorsicht, jetzt müssten sie quasi wieder entdeckt sein. 52 ist der ist auch 52, ne? So. Die wissen noch nicht, wo ich bin. Die haben aber viel Energie, das ist krass. Ah, jetzt, der hat mich getroffen. Also da oben steht noch Vorsicht. Die schießen dann einfach dahin, von wo der Schuss, glaube ich, kam.
sehe auch nicht ganz, wo deren Kopf ist. Das ist schlecht zu erwischen. Für einen Critical Hit. Ich will nicht die Munition so verholzen, deswegen schieße ich ganz vorsichtig. Oh. Das hört sich an, als würde da noch was dazukommen. Mitmachen hier. Na komm, zeig dich, Kollege. Wo bist du? Da. Zack. So. Ja, man muss ja irgendwie... 4 Patronen kriegen wir von dem wieder und 6 von dem. Das ist definitiv zu wenig. Wo ist denn der Dicke, der gestorben ist? Wo haben wir den denn erschossen? Hier. Der hat gar keinen Schuss. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Ghostbusters-Auto. Ich höre welche komischen Geräusche. Ist das hier sowas wie ein Blutadlerstopp? Verlassener Konvoi. Okay, ist der tatsächlich verlassen? Den nehmen wir mit. Oh, hier. Das ist ein Responder. Krass, die habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. 10 mm. Der wurde hier eingesperrt. Oh, guck mal. Supermutanten. Ja. Guck, die halten nicht ansatzweise so viel aus wie diese Meyerlock-Könige. Oh. Mensch. Du weißt doch gar nicht. Ja, du weißt doch gar nicht, wo ich bin, du Trottel. So. Das Zeug nehmen wir mit. Kurz hier mal umsehen. Vor allen Dingen, das können wir vielleicht zubereiten, je nachdem, wenn wir gleich irgendwo dran vorbeikommen. Hier? Nee, geht nicht. Trinken, sammeln kann ich hier schmutziges Wasser. Redhirschfleisch. Oh, guck mal da. Was war das? Oh, das Auto geht in die Luft. Das Auto geht in die Luft. Hast du noch eine Kiste? Da will ich auf jeden Fall reingucken. Hüpf. Da ein Steak, Mais, Kaugummi, Korn. Da können wir ein bisschen mit kochen. Hier ist doch noch was zum Kochen, oder? Oh, Eichhörnchen ein bisschen. Hm, lecker. Nee, da lässt er uns nicht kochen. Was ist das denn für Eier? Meyerlurk-Ei. Oh, da machen wir fettes Omelett raus. Todeskrallenklaue. Da machen wir fettes Omelett raus. Da, guck mal, da ist noch einer. Zack, 205 im Kopf. Nochmal. Ah, dieses unsichtbare Treffen, ne? Habe ich noch gar nicht, irgendwo ist noch einer. Berücksichtigt, dass ich ja das Visier vielleicht auch tauschen kann oder tauschen will. Oh nein, wo ist er jetzt hin? Der hatte doch... Der hatte doch eine Minigun in der Hand, oder? Also nicht der hier, der im Wasser verschallen ist. Der hat ein Sturmgewehr, das brauche ich nicht. Da ist er. Ne, das ist das Wasser. Verdammt. Ah, warte. Ich kann so ein bisschen ins Wasser gucken. Da ist er. Ja, guck hier, Minigun. Haha. Ich will da ja Mods freischalten. Für. Und Munition nehme ich natürlich auch mit dafür. Okay, guck mal, hier hängt noch so eine arme Seele. Gut, weiter geht's. Hier ist keine... Das denn... Ich höre was. Oh, Alter, habt ihr mich erschreckt. Guck mal, die sind auch so blitzgeladen hier. Aber wir sind nicht mehr weit weg von der Höhle. Komm, wir springen hier rüber. Also hier sieht's so, weil da die Sonne so ein bisschen durchkommt, ne? Wollte ich gerade, sieht's hier fast angenehm aus. Irgendwie lässt der Sturm auch nach, ne? Je weiter wir von dieser Anwesen, von diesem Eingang da, der Wolthänger. Guck mal, da sind die Verlorenen. Ich treff's nicht. Wo ist der? Da ist das Ding.
Alter, da muss ich echt was machen mit dem Visier, ne? Sobald ich hier im Dingens bin, im Schutz, sehe ich natürlich gar nichts mehr. Da haben wir den Kopf erwischt. Kettenklinge. Kann man die irgendwo sehen? Zeig mir die mal. Ah, ich esse auch mal von dem was. Vielleicht werden wir ja dann so stark wie Hugo. Ah, alle nahen Leichen. Da können wir das... Oh, die wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Guck mal da. Krass. Impulsgranate nehmen wir mit. 41 und die ist schnell, ne? Stufe 50. Was haben wir? Ah ja, wir haben den jetzt, ne? Oh, ja, den will ich auch noch ausprobieren. Cool, also mit den ganzen neuen Waffen, da freue ich mich schon so ein bisschen. Lass es doch einfach jetzt mal switchen. Auf. Was hat er denn? Der sieht ja gut aus, guck mal. Was hat er denn? Vollgefressen. Hier, Hirsch, Eintopf, Bissen, Steak. Plus 40% Nahkampfschaden, guck mal. Ja, ja, ist gut. Wir stellen die mal auf. Stell die mal hier hin. Dann springen wir rein. Hä? Ja, achso, ich habe so ein paar Teile ausgetauscht. Hier den linken Arm, das Bein und so, ne? Komm, hüpf rein. Und dann nehmen wir uns den Schlagstock mal zur Brust. Und prügeln mal ein bisschen auf die ganzen Verlorenen ein. Hier. So, hol ihn raus. Tadam. Ja, geh rein. Wo kann ich drücken? Da. Oh, cooles Bild. Red Rocket Highway Megastop. Boah, riesig. Der brutzelt auch so, der Stock, ne? Der sieht auch richtig gut aus, der Schlagstock. Ich weiß nicht, wie viele jetzt hier unterwegs sind, ob das eine gute Idee war, jetzt hier im Nahkampf durchzurennen. Aber wenn wir gerade mal durch das Essen auch plus 40% Nahkampfschaden haben. Oh, Red Skorpione, große Red Skorpione. Okay, hau drauf. Hey, wo sind sie? Ich sehe nichts mehr. Mach deine Lampe an, Junge. Boah, da sind ein paar. Oh, der ist legendär. Okay, er muss schon so ein bisschen draufhauen, ne? Ich weiß nicht, ob die jetzt gerade bei denen einfach nicht so gut draufhaut, ne, austeilt. Dass er immer so gestunt wird, wenn der getroffen wird von irgendwas. Zack, hier, immer mit dem Strom in dein Gesicht, Junge. Ah, da hat er mir eine zurückgegeben. Boah, sein Stachel, der kommt übel weit. Ich fühle mich schon so ein bisschen benebelt von seinem Gift. Blut nehmen wir mit, Fleisch, das kochen wir uns lecker und denken dabei an den Kampf mit dir. Kampfrüstung haben wir gekriegt, die können wir eintauschen. Ihr habt mich auch nochmal darauf hingewiesen, hier mein Gold und so zu besorgen. Muss ich überall dran denken, ne? Ist nicht so meins. Ne, Skill 3, das will ich jetzt nicht. Treibstoff können wir gebrauchen für Brennstoff. Okay, da scheint es nicht weiter zu gehen. Da war so ein kleiner Skorpion, so ein Skorpionversteck. Oh, was ist das denn? Ach, schade. Schade, das wäre ja meins gewesen hier, ne? Mit dem fetten Bohrer. Ne, so ein Bergbauhelm brauchen wir jetzt nicht. Guck mal, da unten geht's lang und hier oben. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier lang müssen. Da hinten geht's auch hoch. Da geht's... Ah, da ist der Vault-Eingang. Mal schnell noch hier kurz rum geguckt. Einmal im Kreis. Nichts Besonderes. Einfach nur alte Fässer. So, lauf. Was ist dann hier unten? Ein Eingang. Wo wir bestimmt rauskommen, weil da ist ein Schlüssel erforderlich. Also geht's oben lang. Wieso nicht direkt? Man wird hier beim Erkunden manchmal auch eher bestraft als belohnt. So, jetzt hier drin. Wollen wir mal... Ah, ne. Da. Perfekten Gegner für unseren Schlagstock. So, hier drunter quetschen. Da, zack. Zack. Da braucht man keine...
Keine Munition verschwenden, ne? Oh, der sieht ja gut aus. Was? Kann ich nicht aufheben, oder was? Schade. Schreibtisch entsperren. Warum ist der Schreibtisch verschlossen? Ne, nimm mal das Red Away mit. Datenterminal. Stufe 3, das kann ich überhaupt nicht, ne? Zugangsschlüssel. Oh, jetzt bin ich schon da reingegangen. Verdammt, ich wollte mich doch da noch umsehen im, in diesem Eingangsbereich. Da gehe ich nochmal raus, ne? Da gehe ich nochmal raus, warte. Okay, da liegen schon Tote, das ist kein gutes Zeichen. Oder das ist Mathilda, die schon angeschlagen ist. Ich brauche aber noch kurz eine Sekunde. Bin sofort bei dir, Mathilda. Nee, nicht Mathilda, wie heißt sie? Hilda heiße. Tut mir leid, Hilda. Hilda, Mathilda, ne? Ist auch nicht so weit voneinander weg. So, guck mal, hier ist eine kaputte Wache. Irgendwas ist passiert hier. Irgendwer ist von außen rein, oder was? Durch die hundefutternde Dose. Lecker, lecker. Ist hier irgendwer von außen rein, oder was? Okay, so viel Zeug war jetzt hier nicht. Hier sind auch noch irgendein Terminal, mit dem kann ich aber nichts machen. Was steht da? Chemistry Lab, okay. Naja, gehen wir rein. Stufe 3 können wir nicht knacken, das kriegen wir nicht hin. Bin ich mal gespannt, was hier passiert ist. Hilda braucht auf jeden Fall Hilfe, wenn sie... War das Hilda? Oder Audrey? Hilda? Audrey? Zu wem gehen wir denn? Wir gehen jetzt zu Hilda. Die hat Hilfe angefordert. Mit Audrey sollen wir sprechen. Das machen wir später. Wir retten jetzt Hilda. Nein? Guck mal, man kann es gedrückt halten, als würde man es trinken. Wenn man es aber weiter gedrückt hält, dann dreht man sich weg. Dann hat man es zum Glück doch nicht getrunken. Okay, hier brauchen wir ein Terminal. Hey, wer bist du? Einfach nur ein Bewohner. Das geht auf. Niemand drinne. Da hinten können wir rein. Oh, hier sind ein paar Terminal. Sicherheitsterminal. Ein Safe. Skill 0. Den können wir aufmachen. Ja, ein bisschen Ausputzermunition. Oh, guck mal. Hier, schön. Plasmakartusche, Fusionszelle, 308er, Pfeil, Schrot. Nicht viel, ne, von allem, aber doppelläufige. Wo ich die gerade sehe, fällt mir ein, ich wollte diese kalte Schulter auch herstellen. Das habt ihr, glaube ich, ganz am Anfang schon vom Let's Play erzählt, ne? Dass die gar nicht so schlecht ist. So, gehen wir mal in den Terminal. Gucken. Ach, das ist ja einfach. Tür auf. Fertig. Habe ich das Licht jetzt aus? Ne, wir lassen das mal an. Ist ein bisschen düster hier dran, ne? Guck mal. Dem geht's nicht gut. Ich hoffe nicht, dass das Hilda ist. Da sind noch, 30 Kronkorken, locker. Fällt mir gerade noch ein, 18 Uhr Slot ist ja frei geworden. Und jetzt waren meine ersten Überlegungen, weil Once Human die Demo ja noch, also die ist jetzt beendet, die Demo-Phase, leider, hätte ich echt Bock gehabt, weiter zu zocken. Okay, da macht irgendwer Geräusche. Da ist doch ein Riesenschatten. Da bewegt sich was. Das ist Hilda. Die raucht. Ich sehe es doch. Oh, nee, das ist nicht Hilda. Oh, fuck. Du hast einen größeren Knüppel. Bleib mir weg. Aua. Boah, was hat die denn da für eine krasse Klinge? Boah, die ist aber gut. Guck mal, der Knüppel. Boah, voll gut gegen die. Oh, ich darf es nicht aufheben. Oha! Scheiße, habe ich mich erschreckt. Alter Schwede. Boah, fuck. Mein Gott, echt. Ich dachte, das wäre Hilda gewesen. Ist das hier eine Sackgasse? Nee, immer noch nicht. Was ist denn mit dieser gesperrten Tür? Gehen wir rein. Gut, um kurz meinen Gedanken zu Ende zu bringen. Once Human. Anfang August, Ende August. Juli ist der Release. Wird also ab Release dann fortgesetzt. Und dann würde jetzt zur Auswahl stehen, als vorläufige Idee, zweite Teil von Star Wars Jedi Fallen Order. Das wäre Jedi Survivor.
Ach, der hier ist abgehauen, der Sack. Ein Bademantel, den nehmen wir mal mit. Oder ich hatte auch überlegt, bin mir aber nicht sicher, wollte euch fragen, was haltet ihr denn von Fallout 4? Ich habe es damals ja gespielt und fand es auch echt geil. Mit einem Next-Gen-Update hätte ich auch Bock drauf. Aber was ich jetzt so als ja, nicht Nachteil, aber was ich so ein bisschen kritisch sehe, ist es einfach zu viel Fallout dann? Oder aber vermische ich das, ne? Also ich werde das dann mit Sicherheit vermischen. Und ob das so von Vorteil ist, das kann ich auch nicht sagen, ne? Wenn ich das dann ständig permanent vermische, so, warum macht er dies nicht, warum macht er das nicht? Und dann fällt mir ein, ach fuck, das war ja das andere, das war ja gar nicht die... Oh, ich habe nicht nachgeladen. Ey, die werfen wieder ihre Bomben. Ja, ja. Aua. Ne? Ich habe das Gefühl, ich würde das dann vermischen. Oh ja. Also das funktioniert auf jeden Fall. Handgefertigt, nehmen wir mit. Funktioniert auf jeden Fall mit diesem Knüppel hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur gerade relativ gut funktioniert mit dem Bonus der 40% da, oder? Alter, das sieht aus wie nochmal ein zusätzlicher Vault. Ist das hier... Das gehört noch zu Vault 63, ne? Das ist krass, was Hugo gebaut hat. Also seid ihr der Meinung, das würde für Verwirrung sorgen? Das wäre zu viel Fallout, wir würden das vermischen. Oder meint ihr, nö, gar kein Problem, das kann man auch parallel zueinander zocken. Aufzug. Weil es einfach beides in sich stimmig ist, geschlossen ist. Ne? Ich hätte natürlich da auch Bock auf einfach auf diese Storyline. Ist die schon ausgelutscht, ne, das ist ja nicht so, also die ist ja ein ziemlich guter roter Faden, ne, mit den Fraktionen da. Au. Hat sie auch so einen Knüppel? Ne, die hat einen normalen Schlagstock, ne. Also gebt da mal gerne eure Einschätzung zu, wie ihr das seht. Und dann schaue ich mal, was wir da so als nächstes alles machen können. Guck mal, die Knochen und Leder. Oder kann man auch einen Handschuh draus machen, ne? So eine Nahkampfwaffe. Lass ich mal. Die nehmen wir so mit. Ob es vielleicht zu viel Fallout ist, wenn wir das parallel machen. Ich bin jetzt weitergelaufen. Ich bin jetzt immer noch nicht zurück durch die Tür durch, ne? Oder ich bin hier zurück und bin in den Raum, wo der Dingens war, aber nicht Station hier, da. Ah, okay, das ist hier diese Bahnverbindung. Geil. Boah, das erinnert mich ja übelst an Fallout 3. Was zum Teufel ist das? Übelst. Ah, erinnert ihr euch noch an die Metrostation bei Fallout 3? Da kommen wir nicht rein. Da konnte man ja teilweise dann unterirdisch, ne, ganz schön Meter machen. Oh, guck mal hier. Cool. Wissenschaftspuppe. Oh, Gehirne. Was zum Teufel? Gehirne? Robohirnherstellung? Oh, das springt ganz schön. Oder die haben noch krankere Experimente gemacht als Robco. Boah, wir decken immer mehr kranke Scheiße auf von Vault 63. Aber gut, dass ich da nochmal kurz hingegangen bin, dass wir das gesehen haben. Ich meine, ich weiß ja, womit wir... Also ich kann es ungefähr einschätzen, womit wir es jetzt zu tun haben.
Aber so ganz blicken wir ja noch nicht dahinter, ne? Also da geht's, Pharmaceutical Wing. Da arbeitet die doch, glaube ich, ne? Wir gehen mal hier unten gucken. Ne, in die Richtung sollen wir. Hier so ein kleiner Erholungsbereich. Was zum Essen. Alle möglichen Geräte. Was ist hier? Human Biology. So. New Volt 63. Was stand da? New Volt 63 BioFL Schlüsselkarte. Okay, die müssen wir noch freischalten. Ne? Also da oben geht's durch oder in den Pharmaceutical Wing. Auch Schlüssel erforderlich. Naja, gut, dann. Boah, hier war eine Statue. Von wem zum Teufel? In so einer alten Klamotte. Das könnte gut irgendein geschichtsträchtiger Amerikaner sein. Und da sind wir gekommen. Ne, da ist hinten. Okay. Ab durch die Laserstrahlen. Wumm, das hört sich gut an. Also, Elevator. Hier ist zu. Hildas Büro. Aha. Aha. Hilda. Hilda. Sprich mit Hilda. Hier, er hier, ne? Irgend so ein besonderer. Oder vielleicht war das Hugo vor dem. Vor dem Missgeschick. Hey, Hilda. Ah, oh, hallo nochmal. Dich hätte ich hier nicht erwartet. Wen denn? Ja, Oberlin hat mich geschickt, um dich zu retten. Perfekt. Naja, fast perfekt. Ich kann noch nicht gehen. Ich muss erst die Tests beenden. Ich forsche an einer Methode, um die Verwandlung der Verlorenen umzukehren. Oder es ihnen zumindest wieder zu ermöglichen, mit uns zu kommunizieren. Onkel Hugo ist auch meiner Meinung. Das hat oberste Priorität. Also, hilfst du mir bitte? Bitte. Bitte, bitte. Ja, Hugo will bestimmt mit Cassidy reden. Ich helfe dir, aber dann musst du zurück. Oberland hat gesagt, ich soll dich mit allen Mitteln zurückbringen. Ich habe zuerst ein paar Fragen, Hilda. Ja, was ist mit dem Notfallsignal? Wir dachten, du wärst in Gefahr. Die wirkliche Gefahr ist, die Forschungsarbeiten wegen des klitzeklein verlorenen Problems in diesem Sektor nicht abschließen zu können. Habe ich vergessen zu erwähnen, dass es hier von Verlorenen wimmelt? Das war nämlich der Grund für meinen Hilferuf. Also danke fürs Vorbeikommen. Ja, ganz, ganz ruhig. Riskiert ihr Leben dafür? Ist klar, das brauche ich nicht wissen. Also glaubst du wirklich, du könntest sie wieder normal machen? Du sagtest, für Hugo wäre das eine Priorität. Ja, das interessiert mich. Glaube ich zumindest. Er ist schwer zu lesen. Mhm. Er hat mich nicht gebeten, damit aufzuhören. Das soll was heißen, wenn ihm, also, ne, er würde dir das klar formulieren. Schwer zu glauben, dass du hier leitende Forscherin bist? Nein. Glaubst du, du kannst sie normal machen? Zumindest könnten sie wieder normaler werden. Weniger gefährlich für uns und sie selbst. Sagen wir mal so, dass sie vielleicht eher wie Onkel Hugo werden, weißt du? Vergiss nicht, dass sie mal Freunde von uns waren. Familienmitglieder. Je länger sie so bleiben, desto eher wird der Rest der Welt sie umbringen. Also ich habe schon eine Menge umgebracht, weil die aber auch, wie du sagtest, ein verlorenes Problem sind, ne? Gut. Ich hoffe, das erklärt alles. Dann lass uns das abschließen. Echt? Klasse! Geh am besten als erstes zum Gewächshaus im Chemieflügel. Dort suchst du dann nach Henry. Ach ja, Henry ist eine der Pflanzen. Natürlich. Er gehört zur Familie der Mohngewächse. Einige Unterfamilien können für Schmerzmittel und Muskelrelaxantien aufbereitet werden. Ich verfolge, wie du vorankommst. Melde mich für alles Weitere über die Gegensprechanlage. Viel Glück! Okay, also gibst du mir den Schlüssel? Ich komme in den Pharmaflügel nur rein, wenn du mir den Schlüssel gibst, ne? Habt ihr das gerade gesehen? Links wurde eingeblendet während dem Gespräch. Müsst ihr nochmal zurückschrauben sonst, das Video. Wurde eingeblendet das Event in der Mülldeponie Emmett oder so heißt die. Und das war das Event, was ich gezockt habe. Boah, das ging übelst ab. Da kamen dann auch so viele Leute, da kamen so viele leuchtende Ghule und Gegner und alles. So viel Erfahrungspunkte gekriegt, irgendwie 5, 6 legendäre Sachen gesammelt und die gegen diese Scheine eingetauscht.
wo ich auch nochmal ins Rusty Pick unbedingt wollte, weil jetzt mit Stufe 50 interessiert mich das ja auch, solche Sachen zu kaufen, ne? Weil jetzt sind die Waffen ja alle, Stufe 50 ist ja Max, der Pharmaceutical war da oben. Das heißt, jetzt lohnt sich das auch, legendäre Sachen herzustellen, ne? So, kommen wir da jetzt rein? Tatsache, kommen wir da rein. So, schwing mal deinen Elektrostab hier raus. Aha, guck, da stehen sie nämlich schon auf. Bums. Fliegen die wieder in die Luft. Was hat er dabei? Ein Silbermedaillon. Natürlich. Muss keiner verstehen, warum die Silber dabei haben. So, ein bisschen gucken wir uns noch um. Labor, was ist hier? Schiebetür einfach nur. So, dann pinschen wir uns mal an. Achso, nee, es geht ja gar nicht mit dem Power Whistle. Oh oh, da kommen ein paar. Vorschlaghammer ist. Nee, Vorschlaghammer, das kenne ich ja schon. Das ist nicht das, was. Was der eine da in der Hand hatte, ne? Das sieht ja aus wie eine Pharmaceutical, R und D. Hallo? Hörst du auf mich zu schießen, Junge? Was macht er denn für komische Geräusche? Als wäre er so ein Plastikbehälter, der rumbobbelt. Also das Event kann ich nur empfehlen. Kennt ihr wahrscheinlich alles, ne? Also ich erzähle euch ja nichts Neues hier. So, oh, guck mal. Da können wir doch erstmal hier gesamten Schrott lagern. Habe ich noch irgendwas eingesammelt? Hier, Granaten weg, benutze ich gerade nicht, ne? Die will ich dingsen hier. Nee. Den Bademantel, den wollen wir behalten, ne? Der ist wo? Bei Rüstung, die tue ich weg. Kleidung, Bademantel tue ich weg. Und bei den Waffen nichts. Habe ich da was mitgehabt? Nee, was hatte ich denn noch mit? Neu? Munition? Essen? Nee. Nö, nö. Was ist das? Ein Bleirohr. Oh, Moment mal. Bleirohr? Kann ich das verwerten und krieg daraus Blei? Pass auf, jetzt gibt es da nur Stahl raus. Nee. Betonbruch und Bleischrott. Cool. Ja, das brauche ich. Ne? Für... Oh, jetzt habe ich irgendwas mitgenommen. Irgendeinen dummen Plan. Egal, das sortiere ich irgendwann mal zu Hause aus. Hier, Greenhouse. Da müssen wir hin. Alter, ganz schön verzweigt hier. Oh, komm ein paar. Ja, guck mal, der schmeißt mich erstmal hier wieder mit diesen Dingern voll. Dafür kriegst du erstmal das Ding von Kiefer. Und du kommst hier schräg von der Seite. Ich verstehe nicht, die reden ja, ne? Also das ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie stumm sind. Oder irgendwie nur noch Geräusche machen, wie so wilde Ghule. Oh, cool. Vielleicht kann man da auch Mods drauf für machen. Ich verwerte die mal. Oder ich weiß nicht, welche Level die ist. Stufe 20. Ich habe zu Hause auch noch eine, ne? Keine Ahnung, was die zu Hause ist. So, ist das hier? Henry. Du hast Henry gefunden. Gut. Jetzt müssen wir noch das Alpha-Serum anmischen. Okay. Geh zum Pharmazielabor. Es ist gleich hinter der linken Tür, wenn du das Gewächshaus verlässt. Sobald du das Serum hergestellt hast, müssen wir es testen. Ich habe ein paar der Verlorenen betäubt. Einer von ihnen sollte im Raum für klinische Studien ein Schläfchen halten. Der Raum kommt gleich nach dem Überwachungszimmer, hinter der Tür links von der Mischstation. Verabreiche ihnen das Serum. Hoffentlich sind sie nicht zu sauer, wenn du sie aufwächst. Okay, habt ihr gesehen? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Höhlentor Schlüssel. Keine Ahnung, wofür der ist. So, also hier geht's nicht weiter. Also wieder hoch. Da hinten könnte ich rein. Da hinten war auch noch eine Chance, ne? Also eine Option, lang zu gehen. Irgendwo. Hallo. Der ist dick. Guck mal.
Davon gibt es nicht so viele, ne? Hier im Ödland. Dicke. So. Gucken, wie die Waffe aussieht mittlerweile. Oh, geht aber, ne? Das Gute ist halt, die verbraucht halt keine Munition, ne? Die verbraucht halt keine Munition. So, links hat sie gesagt. Mal kurz die zwei Typen oder Mädels hier untersuchen. Clinical Trials Chamber 1. Oh, der da. Von dem redet sie, ne? Warte mal. So sieht man den besser da in seinem Behandlungszimmer. Sieht gut aus, ne? Okay, warte, wir gucken hier rein. Ein bisschen groß, dieser Vault. Treibstoff. Guten Ventilator. Arzneimittel Testterminal. Brauche ich wahrscheinlich. So, einer von euch hat beim letzten Video gesagt, gut mit den Codes, ne? Je nachdem, welche Stufe man ist, das ist natürlich einfacher hier, ne? Aber ich habe jetzt den Meisterhacker wieder draußen. Deswegen brauche ich jetzt hier ein paar mehr Freischaltcodes. Versuche zurückgesetzt, ne? Da denke ich nie dran, ne? Das habt ihr mir ja auch gesagt. Erstmal einen drücken, dann die Klammern finden, weil dann lohnt sich das auch, dass der Versuch zurückgesetzt wird. Das ist immer so, manchmal bin ich zu vorschnell und auch immer mit meinen Gewohnheiten am Kämpfen, ne? Das ist halt schlimm. Ist so, wenn man nicht mehr der Jüngste ist, dann hat sich das ganz schön eingebrannt, manche Sachen. So, hier sind sehr wenig Klammern. Ich glaube, das liegt auch daran, wie viele Karten ich habe. Jetzt müssen wir tatsächlich, oder einfach per Zufall den richtigen Code eingeben. Eingehende Nachrichten. Mitarbeiter kürzlich von den Testsubjekten angefallen. Okay, da Oberlin, der Vorfall. Also, das war wahrscheinlich bevor sie so aussahen, wie sie jetzt aussahen. Irgendein Mitarbeiter ist vom Testsubjekt angefallen worden. Die Subjekte dürfen nicht länger als 2 Stunden am Leben bleiben. Wird für einen Versuch ein empfindungsfähiges Subjekt benötigt, müssen jederzeit 2 bewaffnete Wachen anwesend sein. Was haben die für Versuche gemacht? Abschluss der Arbeit, Subjekte müssen sie zur Entsorgung gebracht werden. Ja, weiter? Ne, nicht zurück. Womit ihnen entsprechend weiter verfahren wird, das wäre wär's für was? Das wär's fürs Erste. Bezeichnet Leiter der Sicherheit James T. Oberlin. So, der Vorfall. Achso, ne, das ist das ja. Ein zurück weiter. Hier, Versuchsprotokoll. Eingehende Nachrichten. Ne, das ist dann wieder dasselbe. Versuchsprotokolle. Okay, da kommt nichts. Okay, das geht also nicht. Fehler, sagt er da. Fehler. Habe ich nicht gesehen. Habe ich übersehen. Kein Problem. Sicherung. Sicherung hört sich immer wertvoll an. Ich weiß auch nicht. Die nehme ich komischerweise immer mit. So, der kriegt jetzt erstmal einen Herzinfarkt, wenn hier einer in einer Power-Rüstung reingelatscht kommt. Also auf jeden Fall wird er wach, ne? Stell dir mal vor, so der Doktor morgens im Krankenhaus, so, guten Morgen, Roms, kommt er mit der Stimpack, Blutpaket. So, bitte. Wilder Verlorener, du arme Seele. Wo injizieren wir dir denn jetzt den Scheiß? Hier, Infusionsbeutel. Nee, habe ich ihm nur den Infusionsbeutel weggenommen. Die Kamera, es wird also auch gefilmt. Ah, ich habe das fucking Serum noch gar nicht genommen, ne? Hier, Sprechanlage. Ich trottel, ich muss ja erst in dem anderen Bereich, hat sie auch gesagt, ne? Das Serum einsammeln. Hier in der, Forschungsabteilung. Ohoho, guck mal da. Erfordert Skill 2. Das lohnt sich aber dann mal reinzugucken. Hier ist irgendein Subjekt. Boah, krass, wie das aussieht. Kleiner, extrem garstiger Killerfrosch. So sieht es für mich aus. Giftiger Schleim. Nehmen, verwenden. Was heißt denn verwenden? Ich nehme das mit. Serum. Serummischer.
Serummischer-Test aktivieren. Heieiei. So. Stell das Alpha-Serum her. Mache ich. Passiert gerade. Währenddessen gucken wir uns kurz hier oben im Labor. Geht's halt auch überall weiter, ne? Ah, Foyer. Ah, hier sind wir eben dran vorbeigekommen. Ah, guck mal. Da hätten wir schon mal hier quasi das Ganze gesehen. Da hätten wir noch nicht gewusst, was wir damit machen. Ne? Kann ich das jetzt einsammeln? Verabreiche. Ne, hat er wohl hergestellt. Aber vorher wollten wir das hier knacken. Wir haben sogar noch einen Stufenaufstieg. Aber eine Karte suche ich mir später aus. Man kann ja jetzt irgendwie aus allen Karten raussuchen. Schloss ist hier, ne? Da einbrechen. Mal kurz den Panzerkiller raus. Und dann den Meistereinbrecher rein. Und zack, gehen wir rein. Direkt die richtige Stelle. Rind spaziert hier. Buftatz, Kleber. Bisschen Material. Schießpulver. Fiberglas. Stimpack. Gut, gut. Glas, keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Medics. Nukleares Material. So, und noch den Safe. Stimpack, Mentats, Vorkriegsgeld. Alles klar. So, Dingens wieder raus. Den hier raus und dann den Patzerkiller wieder rein. Okay. So, jetzt hin. Noch eben zu dem kleinen Kollegen hier. Schlafenden Kollegen. Interessante. Serum injizieren. Mal schauen, was passiert. Das kannst du in einer Power-Rüstung nicht tun. Wieso? Ich bin Dr. Power-Rüstung. Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? So, spritz mal rein. Boah, zack, ins Bein, in den Oberschenkel. Oh, oh. Nee, nee, ganz ruhig, mein Freund, ganz ruhig. Das ist ganz normal, das ist eine Nebenwirkung. Du brauchst deswegen nicht aggressiv werden. Schwester! Er nimmt die Einrichtung auseinander. Oh nein, er hat mir meinen Kopf verkrüppelt. Uiuiuiui. Also das stand nicht in meinem Vertrag, dass ich mich mit Patienten hier kloppen muss. Boah, der hält aber auch viel mehr aus als diese Wachleute. Das war nichts. Nee. Ah, ein Stabilisator. Okay, du wirst dich wieder in die Höhlen da draußen begeben müssen. Du kommst über ein Rohr im Gewächshaus rein. Halte in der Höhle Ausschau nach Pilzen. Die, die da überlebt haben, sollten zäh genug sein. Ich kann aus den jungen Sporen in den Pilzlamellen vielleicht einen wirksamen Stabilisator extrahieren. Ach ja, durch die Höhlen wurden gefährliche Laborabgase geleitet. Mach dich auf mutiertes Getier oder Nebenwirkungen gefasst. Mhm. Viel Glück, komm mit ein paar Proben wieder. Dann extrahiere ich alles Nötige und misch die nächsten Dosen an. Klar. Klar, wieso auch nicht, ne? Klar, klar, klar. Wir sind hier der Laufbursche. Erstmal in den Hauptbereich wieder hier zurück und dann wahrscheinlich eine andere Tür hier. Aus dem Gewächshaus, hat sie gesagt. Durch die Rohre im Gewächshaus. Da ganz hinten, da kann ich jetzt rein, oder was? Tatsache. Ah, Höhlenschlüssel, dafür braucht man den. Und siehst du, da hätte ich mich jetzt wieder dumm und dämlich gesucht, wenn ich den nicht eben durch Zufall gefunden hätte. Ne? Ja, so ist das. Ne? Was willst du machen? Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns morgen um 19 Uhr, wenn wir durch die Rohre kriechen in die verstrahlten Bereiche, um für Hilda die Aufgabe abzuschließen und sie dann mitzunehmen, damit wir den netten Herrn James T. Oberlin wieder zufriedenstellen. Ne? Wir müssen immer noch rausfinden. Er ist auf jeden Fall ein Bezugspunkt. Und ganz wichtig, Hugo Stolz. Hugo Stolz. Ja, ja, wir wissen es. Leuchtkopf. Alles klar. Danke fürs Zusehen. Bis bald.